Hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Livestream zu Far Cry 6 mit Chicron. Ja, mein Ultrahuhn, der mir in die Finger zwickt. Ne? Lass mich nicht doch einfach knuddeln. Beim letzten Mal sind viele Helden gestorben, die sich in mein Herz gekämpft haben. Sie hat überlebt und sie hat Rache geschworen. Ich will nichts davon hören, dass Libertad und Clara Garcia uns hätten helfen können. Ich habe ein Bild von den Störsendern auf dein Handy geschickt. So, ich muss Störsender kaputt machen, heißt es. Da hinten sind sie, okay. Dann mache ich mir einfach mal einen Absprung in der Nähe. Weil wie eben versuche ich mich natürlich auf die Hauptstory zu konzentrieren. Und ich versuche jetzt auch erstmal hier Far Cry ein bisschen zu priorisieren, was Twitch angeht. Damit wir es endlich mal fertig haben. Oh, da unten leuchtet irgendwas. Die 300 Meter kann ich ruhig auch laufen. Alles, was leuchtet, muss kaputt gemacht werden. Pom. Okay, so offenbar nicht. So komme ich drauf. Doch nicht. Ich schaff das. Ich will da hoch. Ich muss da oben dran. Das ist ein Notfall. Warum komme ich hier nicht hoch? Komm! Ich will da hoch! Okay, wird nichts. Muss ich mit dem Hubschrauber. Ich hab's versucht. Oder ich hol mir ein Auto und kletter darüber da drauf. Warte mal, wo sind hier Wagen in der Nähe? Ich glaube mir mal eben kurz was. Hallo, ich brauche ein Auto. Hat eine einzelne Angebot. Übrigens, der Panther kommt wieder, sobald ich den Vogel fertig habe. So, ich rufe mir einfach meinen Wagen. Ich passt schon. Noch ein Grund, dich niederzuschießen. Hier ist das. Ist wirklich einfach meinen Huhn zu überfahren. Jetzt überfahre ich den wahrscheinlich selber. Nee, ich habe meinen Huhn am Leben gelassen. Einfach da hoch, das klappt schon. So, mal hoffen, dass ich so jetzt da oben dran komme. In der Theorie, ja. Muss nur ein bisschen mehr daran fahren. So. Auto steht so nah wie möglich dran. Geht doch. Weg damit. Ich weiß nicht genau, wofür diese iranische Geschichte ist, aber ich mach sie. Wenn man schon dabei ist. So, jetzt aber zur Hauptmission. Hacke den Computer von McKay. Ich
bin schon bereit. So, panzerbrechende Munition schon mal ausrüsten. Die reine Geschichte, die interessiert mich nicht. Da wimmelt es von Castillo-Loyalisten. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Vielleicht schaffst du es ja, unbemerkt zu bleiben. Hey, manchmal ist es schön, bemerkt zu werden. Unbemerkt bleiben. Sag das meinem Huhn. Danke für den Tipp. Ein hässliches Gebäude für hässliche Geschäfte. Ich sehe schon meinen Weg, unbemerkt reinzukommen. Okay, einfach rein. Und Brief und Kästchen mitnehmen. Mein Hahn schafft das irgendwie von sich aus. Los, Chica! Braves Huhn. Feines Hühnchen. Einmal ganz kurz hier rein, weil hier sicher ist. Und dann muss ich die richtigen Sachen finden. Hier. Warum habe ich überhaupt eine Gasmaske auf? Ach ja, weil ich mich gegen alles wappnen wollte. So einfach. Dann weiß ich wenigstens, wo alle sind. Ich hoffe, ihr habt alle. Ja, ich habe alle. Gut. Dann kann ich den Helm mir wieder wechseln. Ich will auf jeden Fall den Helm. Weichzielschutz. Warte mal, ich habe doch eine bessere Version doch sogar davon. Ich bewege mich leiser. Mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, das ist die beste Ausrüstung, ne? Los, hol's dir! Frühstück! Das Huhn macht das schon. Die sind so hart vor diesem Huhn eingenommen. Die bemerken mich nicht. Ein toller Hahn. Tschüss. Hab dich gefunden. Okay, damit sind ein paar weg. Danke für den Fall. Dass du ihn extra vorbeibringst, ist echt nett. Wir waren an der Alarmanlage. Serverraum. Ich habe was zum Hacken gefunden. Jelena, ich bin mit einem Computer verbunden. Ich sag schon. Mach sie kalt. Hol's dir! Schön, dass du nicht auf mich geschossen hast. Tschüss. Ja, ich kümmere mich gleich darum. Ich klopfe auf Holz. Noch einen aufgehalten. Nochmal einen aufgehalten. Okay,
Easy. So, einmal kurz den Alarm suchen. Diesmal bin ich ja vollkommen Rambo-mäßig rein. Die haben schon wieder meinen Huhn erschossen. Tschüss. Mir egal, was mit dir passiert. Warte, ich hab vor, was das Vorrang hat. Nein. Böse. Und tot. Warum mache ich nicht einfach so? Wie ich das Geschütz davor stelle. Super. Soll ich doch mal eben kurz, wo der Alarm sein könnte. Hier nicht. Mein Huhn ist schon wieder am Boden. Das war nicht geplant. Könnt ihr mal das lassen? Böse. Lass doch einfach mal meinen Hahn in Ruhe. Ich bin wirklich immer auf den armen Vogel. Jetzt ist aber mal gut. Lass meinen Hahn in Ruhe. Du kannst ruhig auch auf Konfrontation gehen, Chicharon. So, da ist der Computer. Und jetzt mache ich einfach so. Wie kann mir das helfen? Ich habe Informatik immer geschwänzt. Ist das so? Moment. Hallo, Sniper. Ach gut, er zieht sogar hier in den Gang rein, das Geschütz. Tschüss. Die ganze Zeit auf meinen armen Vogel. Das Teil macht seinen Job ganz gut. Aus! Böse. Mann, liegen hier viele Leichen. Hi. Aus. Tschüss. Hier ist hier der falsche Jarono. Einfach Pfoten weg von meinem Huhn. Was ist daran so schwer? Kannst du die Soldaten schausperren, wenn ich dort bin? Für dich doch immer. Ah, sehr nett. Echt jetzt? Tschüss. Keine Munition von dem bekomme. Ach, sei ruhig.
Ich mach das jetzt einfach so. Ich spreng euch weg. Kommt mir in die Quere und ihr seid weg. Der Hahn weiß schon, was er tut. Tschüss. So, der Hahn hat seinen Job auch erledigt. Ist hier zufällig das Teil, was ich kaputt machen will? Nee. Dann kriegen die noch weiter Verstärkung. Ich habe den Krieg gewonnen. Easy. Hallo? Wie läuft's denn so, Rucksack? Was glaubst du, Yankee-Arschloch? Kanadisches Arschloch. Wir sind wie Amerikaner, nur dass wir uns entschuldigen, während wir das Messer reinstecken. Was machst du so? Du hast meine Freunde getötet. Dafür lasse ich dich büßen. Verstehe. Als sie gestorben sind, ist ihnen da das Hirn aus den Ohren gelaufen? Nein, weißt du was? Keine Spoiler, ich sehe mir das selbst an, sobald mein kleines Monster im Bett ist. Spitzenjob bei Benitez, du hast mir einen Gefallen getan. Ich hatte dieses Meeting mit Castillo. Und ich habe das Video gesehen, wie ihr Bestien sie aufknüpft. Es ist direkt hier auf meinem Handy. Er war echt angepisst. Du bist der Nächste. Sehen wir uns die Fakten Du wirst sterben. Dein Land hinkt 7 Jahre hinter dem Rest her. Wenn du Castillo und mich machen lassen würdest, wäre deinesgleichen von der dritten in die erste Welt befördert. Ruckzuck. Deinesgleichen? Oh, so viel Liebe. Gottchen, schnallst du denn das nicht? Du bist nicht mein erster Gorilla und Yara kenne ich auch. Ist nichts Persönliches, du bist an der Reihe. Also bleib, wo du bist. Ich habe ein paar echt lustige Hombres zu dir geschickt. Ach, was für ein Spaß. Was ist das? Damit kann ich alles vernichten, was deinen Namen trägt. Hast du mich gehackt? Wir sehen uns, McKay. Du beschissenes Arschgesicht! Jetzt mache ich mal eben kurz deine Leute fertig. Und dann muss ich einfach nur entkommen. Hallo! So, der ist weg. Hä? Aua? Zur Not einfach in den Kopf schießen. Ich habe nämlich kaum noch Munition für mein Gewehr. Wo ist der auf meinen Hahn geschossen hat? Hab dich doch, keine Sorge. Lass dich doch nicht zurück. Ich nutze lieber den hier. Oh, hi, ich sehe dich. Tschüss. Braver Vogel. Wie geht es weiter? Den Dateien nach sind die Planer. Tschüss! Sehr wichtig. McKay hat den Großteil der Security darauf angesetzt. Machen wir sie platt. Was zuerst? Deine Entscheidung. Wir treffen uns am Valera-Holzlager oder du alle besiegt. An der Kardoso-Mühle. Das musst du dir anhören. Was darf ich mir anhören? Nach McKays. Muy bien. Ich sag dem Team, dass du unterwegs bist. Okay. Kann ich irgendwo meine Munition auffüllen? Ist das im Bereich des Möglichen?
Ein bisschen Munition zumindest. Dahin. Ich mache einen Absprung. Passt dann schon. So, jetzt erstmal 1000 Meter in diese Richtung gleiten. Wunderschöner Nachthimmel. Da ist schon wieder so ein grünes Ding auf dem Weg. Ich mach das rechte kaputt am besten, oder? Nee, links. Doch, rechts. Schön, dass ich mich mit mir selber einigen kann. Ich mach das da kaputt. So, und diesmal bin ich schlauer. Mit einem Gleitteil da drauf. Hat funktioniert. Kaputt. Pam. Ist das eine Festung, die ich einnehmen kann? Nee, das ist einfach nur eine FND-Kiste zum Mitnehmen. Aber ich kann hier meine Muni auffüllen. Komm hier! Hab ein Geschenk für euch! Auch für euch! War doch ein wunderschönes Geschenk! So, wo ist der andere Wagen? Da! Wie schnell das geht! So, ich wollte nur die Munition hier drin mitnehmen. Wenn ich schon dabei bin, direkt auch die FND. Was anderes als die Muni will und brauche ich nicht. So, wo steht die? Ah, Chikorin bewacht sie. Braver Vogel. Und runter. So. Der Vogel weiß immer, was er tut. Schade. Hallo. Brauchen wir deinen Wagen? Ich nehme das mal. Brauch den Wagen. So, ich warte noch kurz. Rein mit dir. Braver Vogel. Oh. Eine Baustelle. Boah, hier haben wir mal drumherum. Wieso kriege ich Punkte? Was habe ich gemacht? Das ist ein feindliches Gebiet. Ich soll nach drinnen, oder? Hier sind viele Gegner. Ich soll darin einbrechen, okay. Sieht aus, als hätten sie die Umgebung gesichert. Denk dran, du musst mir sagen, was du da drin siehst. Wenn ich richtig lege, ist diese Anlage... Wo komme ich denn überhaupt erst rein? Hier. Bist du alleine? Nee. Er ist bestimmt noch ein Fünfter irgendwo. Was?
So. Einer fehlt noch. Voll daneben. Als ob du genau und perfekt ausgewichen bist. Los, meine Ritter, greift an. Ja, sie haben alle dieselbe Markierung. P geht. Okay. Was ist denn das hier? Jelena? Ich bin hier, Danny. Ich habe das Geheimlabor gefunden. Als würden McKays Leute hier die Chemiewaffen herstellen. Die Bomben. Ja, dann müssen wir den Laden zerstören. Verbinde mich mit irgendeinem Computer. Ich überlasse das System. Bin schon dabei. Vernichtet. Tschüss. Einer sollte hier noch irgendwo sein. Danke, dass du schön hinten rumstehst. Okay, wo könnte der Computer sein? Frag ich, wo der ist? Einfach Geschütz aufstellen, dann ist der Computer geschützt. Ist angeschlossen. Eine Minute. Ich scanne nach Exploits. Pinker, das Ding wurde vor einer Ewigkeit gepatcht. Die hätten nur ein Windows-Update machen müssen. Ich dachte schon, ich brauche einen Zero-Day. Kann ich los? Nein, Danny. Da kommen Soldados auf dich zu. Die dürfen meine Verbindung nicht trennen. Du Drecksack. Das Teil macht schon seinen Job. Willst du wirklich das Märtyrer-Ding durchziehen, nur um eine Filiale von mir platt zu machen? Ich mache eine neue auf. Und außerdem verursachst du massig Umweltverschmutzung hier. Ich dachte, ihr jungen Leute liebt die Umwelt. Ja, lieben wir. Ich meine, warum macht ihr sowas? Jeder weiß, dass das ein Himmelfahrtskommando ist. Tschüss. Tschüss. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Danny, finde den manuellen Überbrückungsschalter und zieh dran. Grünes Blinklicht. Dann darf ich raus. Ja. Okay. Ich steck im Kontrollraum fest. Warte mal, dafür haben wir doch was. Scheiße. Wenn ich dich rate, verliere ich 20 oder 30 Leute. Das geht nicht. Fuck! Ich hab ja was dagegen. Ich hab sogar extra schon eine Gasmaske an. Ja? Ich bin hier! Welche Wand? Diese Wand, okay. Ich komme ja schon. Gasmaske bringt wohl nichts gegen Gas. Da helfen nur Medikamente. Wo soll ich jetzt lang? Okay, das ist nicht brennbar. Raus, 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 raus. Ich will hier raus. Hier macht alles Bumm, ich will weg. Shit. Ich habe das Loch im Boden nicht bemerkt. Ja, sieht das jemand anderem, den es interessiert. Ja, danke.
Das brauche ich mal eben kurz. Tschüss. So. Das Geschütz hat ja echt lange gehalten. Ich habe meine Fluchtmöglichkeit schon entdeckt. Komm. Da kann nur mein Hahn, glaube ich, nicht mitfahren. Und erstmal ein Salto machen. Scheiß Ding! Raus! Ey, als ob das hier nicht durch kann, das scheiß Ding! Was machst du eigentlich hier? Warum hilfst du mir nie drin? Also wirklich. Hättest du dich ja zumindest für mich opfern können. Ich würde mal sagen, die Raffinerie ist kaputt. Das hier ist ein komplettes Raffineriegebiet. Ekelhaft. Bin draußen. Danny, du musst wissen, ich hatte keine Ahnung, dass die Fabrik explodiert. Und ich konnte nicht so viele von meinen Leuten riskieren. Du hast getan, was du tun musstest. Wenn es darum geht, ein Leben für das Leben vieler zu opfern. Wenn es dich beruhigt, Clara hätte dasselbe getan. Ihr seid euch ähnlich, als du denkst. Hey, halt im Text. Wie geil ist es eigentlich, dass wir gerade Castillo die Möglichkeit genommen haben, chemische Waffen zu bauen? Das ist ein heftiger Schlag für das Regime. Also können sie keine der Bomben mehr bauen, die sie beim Hotel auf uns geworfen haben. Sie haben nur noch, was schon produziert war. Es gibt immer neue Ziele. Wenn es dir nichts ausmacht, genieße ich für einen Moment mein Leben. Warum? So, was ist mein nächster Einsatz? Hier. Wo findet das statt? Dort. Dann mache ich dort einmal kurz einen Zwischenstopp, um meine Money aufzufüllen. Was für eine janische Geschichte findet sich hier statt? Ach, hier ist ein Störsender. Den kann ich doch gleich mit kaputt machen. Oh, jetzt kletter, du Fisch. Du faule Fisch. Als ob ich jetzt nochmal da hochklettern muss. Wer bist du denn? Gefällt dir mein Outfit? Es ist selbst genäht. Jeder einzelne Faden. Ja, so sieht's auch aus. Meine armen Füße auch. Warum bin ich dann noch am Leben? Gonyo. Naja, wenn es dir, du meinst, es steht dir, dann sage ich mal nix. So, jetzt aber das, wofür ich hergekommen bin. Ich habe meinen Türöffner da. Einfach hoch. Lalala. So. Als ich klein war, roch die Luft hier wie der Ozean. Okay. Das ist eine große Mission. Diese Mission will ich mir nicht anhören. Ich muss der Pipeline folgen entlang der Bayer. Der was? Mein Tag wird. Einfach der Pipeline folgen. Okay. Das ist etwas, was ich hinbekomme. Danny, finde die Steuereinheiten. Mit deren Hilfe ist es möglich, die Giftziele
zu viele Leichen. Ist es nicht mein Job gerade, richtig viele Leichen zu hinterlassen? Huhn, los! Zack, hol ihn dir! Aber Vogel, hast deinen Spaß, ne? Ach ja, der hat ja jetzt diese komische Steroiden-Rauschfähigkeit, ne? Die erste von dreien. Jetzt macht er mehr Schaden. Kann er das Ding nicht so kaputt machen? Oder mache ich das falsch? Jetzt ist es kaputt. Okay, erste Pumpstation erledigt. Wusstest du eigentlich, dass ich auf dem Schlachtfeld immer auf El Tigre aufgepasst habe? Oh! Schön, dass du jetzt auf mich aufpasst. Das Ding nehme ich mir mal eben kurz. Ein bisschen. Er wurde wohl im Kampf. Sei frei! Warum? Du erinnerst mich an ihn. Clara ist die Politikerin. Aber du bist ein wahrer Guerriero. Wie Lobo. Der einsame Wolf. Ich sorge mich nicht gern um andere. Das macht mich langsamer. Aber wenn der, Vogel steigt nicht ein, okay. Reist, teilt er nicht gerne. Pass auf dich auf. Einfach der Pipeline folgen. Wieso sagst du mir das? Hallo? Hallo? Sie rechnen schon mit unserem Tod. Ich weiß ja, was ich zu tun habe. Pipeline Nummer 2 kaputt. Noch eine Arterie durchtrennt. Mach so weiter. Ich hätte Chirurg werden sollen. So weit würde ich nicht gehen. Ich mach meinen Job prima. Hier will ich einmal zwischenlanden. Okay, da hat was abgehoben. Tschüss. Ciao, Heli. Hat nochmal eben kurz den Baum zersäbelt. Hol dir den! Los! Glaub an die Schickkarotten! Der Vogel ist auf der Jagd! Ich sehe halt einfach nur, wie ein Vogel einen Menschen hinterher jagt. Na gut, so ein aggressiver Hahn ist wirklich nichts, womit man zu spaßen hat, ne? Ich hab noch so ein Trauma mit einem Schwan, der mich mal gejagt hat als Kind. War kein sanftes Erlebnis. Zerstört, wofür wir gekämpft hatten. Wer hätte einen Bürgerkrieg angezettelt? Lobo war ein Verräter, Danny. El Tigre hatte keine Wahl. Das ist ein Geheimnis, das kein Jaraner je erfahren darf. Warum erzählst okay. du das? Weil du mich an Lobo erinnerst. Vielleicht bist du jetzt ein Held. Du denkst, du würdest Jaran nie hintergehen. Aber sobald du auf dem Thron sitzt... Und tschüss. Nicht vor, Jara zu regieren, Lucky. Du sollst nur wissen, dass ich abdrücken würde, wenn ich müsste. Darf ich deinen Wagen haben? Damals. Er ist die wahre Legende von 1967. Und er hat sich nie dafür vergeben. Da muss ich hin. Okay, ich brauch deinen Wagen nicht. Braver Vogel. Renn mir voraus und hol dir den. Alles klar. Er rennt schon mal los. So.
den Vogel einen haben will, dann kommt er. Oh, Scheider. Erstmal das Wichtige im Leben. Wo ist sie dir? Los! Der Vogel ist klasse. Hallo! So, wo ist der Typ? Wo ist ihr? Wo ist dein Frühstück? Warte mal. Sprengmunition oder mach ich kaputt? Holst du ihr? Was tun, Jelena? Ich sag ja, wenn der Vogel will, dann holt er sich. Ach du Scheiße. Lucky, hast du das auch gehört? Ganz Yara hat das gehört. Phase 2 beginnt. Finde die Anlage. Folge einfach dem Rauch. Oh, hier war noch ein Schalter. Ich hätte auch einfach Schalter umlegen können. Statt hier alles in Schutt und Asche zu legen. So, wo ist die Geschichte da? Natürlich muss ich den Weg laufen. Oh! Ich habe eine priorisierte Aufgabe gefunden. Ich brauche das mal kurz. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Oh, das ist ein neuer Wagen. Warte mal. Mann, bleib weg. So. Neuer Wagen. Ich habe eine neue Hupe. So, steig ein, Chica. Ich liebe diesen Vogel. Aber die Katze mag ich noch mehr. Passt so. Alles Vorbereitung. Oh. Warte, ich sehe es auf der Karte. Die Kiste wird natürlich mitgenommen. Hier wird der Luftraum. Ich weiß, dass ich nicht abheben kann. Zumindest nicht besonders hoch. Weil ich in der Nähe bin, ist es eh egal. Easy. Easy going. So, den Heli repariere ich gleich. Ich nehme direkt alles mit.
Keine Ahnung, wo Chica gerade ist. Aber da will ich jetzt hin. Diese Flugabwehrgeschütze kaputt zu machen, ist wichtiger. Diese Rauchschwade ist nicht zu übersehen. Ich habe mal eben kurz Krieg angefangen, ne? Ah, 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 ah. Die kriegen kein Gas mehr. Ich habe, glaube, keine Raketen mehr. Irgendwer schießt mich ab. Er zieht da auf mich. Ich habe doch nichts Unrechtes getan. Der Plan hat funktioniert. Ich habe mein Flugzeug gegen deren gerammt. Ich bin an der Anlage. Die machen sich alle in die Hose. Wegen dir. Die Ingenieure versuchen, die Chemiebecken zu reparieren. Finde den Kontrollraum, Dummy. Einen Moment. Ich habe gerade kurz was Wichtigeres zu tun. Herzinfarkt. Verstehe. Meisterschütze. Ja, die sind jetzt hier generell aufgeschreckt. Da braucht man nicht nachhelfen, dass die aufgeschreckte Hühner werden. Wie geht? Man sah einfach nix. Chica! Ihr beide, wir machen das. Er hat sein Ziel gefunden. Wenn Chica jemanden tot sehen will, dann ist er tot. Sag ich doch. Außer so einer. Chica, der letzte gehört dir. Wo ist dir? Hol dir die Beute. Sehr veraltete Computer. Yelena, deine hier. Ich hab dich eingestöpselt. Mach dein Ding. Jeder, der reinkommen will, wird einfach in sie weggeschossen. Das ist unfair. Kannst du die Sache irgendwie beschleunigen? Los, Chica. Wo ist dir? Hol ihn dir! Ja, deswegen hatte Chica Probleme, weil die Giftmunition verwenden. Danke fürs Ablenken! Der ist abgelenkt, der ist tot. Den kriegt Chica auch ohne mich Platz.
Sagte ich, dann war Chica durch andere gestorben. Mann, immer diese Hektik. Die ganze Zeit bin ich immer an Chica dran. So, wer wollte Stress? Der da. Chica, den schaffst du auch ohne mich. Den hab ich mal kurz erledigt. So, jetzt aber. Drei Dinge muss ich noch einnehmen. Chica, neues Opfer. So, noch mal ein Becken. Ist der Panther, der war besser. So, noch ein Teil zum Einnehmen. Dani, an einem der Becken wurde der Schalter umgelegt. Du musst ihn noch einmal betätigen. Wander, wie geist du? Ich hole mir mal eben kurz mein Geschütz. Das ist an der Stelle nämlich useless. Warum habe ich eigentlich die Angel ausgerüstet? Hi! Chica wollte auch nochmal reindrücken. Es hieße, da unten wäre einer. Ja, dass ich nicht lange allein bin, da weiß ich. Wird ja schnell einsam. Die wollen nur dagegen ankämpfen für mich. So, das nehme ich mir mal. Wo ist denn der letzte? Da unten offenbar. Chica ist ganz aufgeregt. Er kann schon gar nicht mehr still sitzen bleiben. Ich bin so gut im Äxte werfen. So, hier einfach da in die Mitte stellen, würde ich sagen. Passt dann schon. Der Vogel weiß, was er tut. Wo ist sie dir? Du kümmerst dich um den einen, ich kümmere mich um die anderen hier hinten. Wo ist der letzte? Chica hat's gefunden. Okay. Ja, ich höre dich. Und jetzt auf Deutsch. Wie ist es so? Du findest es im Lager. Das habe ich bereits.
Parkplatz für Lucky geöffnet. Sie sollte dort sein. Bin schon unterwegs. Der Vogel schafft das da unten doch niemals allein. Er hat sie zumindest alle in Aufruhr gebracht. Los, hol sie dir, Chica! Bist du? Oh, das sind, die sind meine, okay. Ich bin blind. Ja, solange ich nicht hingucke, ist alles in Ordnung. Tschüss. So, ich muss diesen komischen Osmo-Dingster-Bums da finden. Achso, das ist das da. Warum mache ich es mir nicht einfach? Okay, so leicht geht das offenbar nicht. Oder muss es extra mit solcher Munition gemacht werden? Ich kam von vorne. Ich sei blind. Ich sei blinde Maulwürfe. Und ich dachte, ich wäre blind. Du, tschüss. Du, komm wieder hoch. Alles wird gut. Hi. Zack. So, einer weniger. Ah, die Dinger soll ich kaputt machen. Okay. Jetzt habe ich verstanden. Jo, jo. Schrei du weiter. Ja, mach das. Jo, ist mir vollkommen egal. Ich könnte dich wie ich ja tot sehen. Ist gut, der ist tot. Wir brauchten nur ein bisschen Glück. So. Jetzt muss ich auch noch für Libertatner was machen, ne? Nee, lass mal. Ich habe das Gefühl, das sind sehr viele. 2, 3. Ach gut, geht eigentlich. Kann man eben schnell mal machen, dann geht das ja schneller rum bei den Missionen. So, einfach direkt reparieren. Sobald der Han da ist, rettet er mich. Der Han macht das. Der ist krass. Du sollst nicht zu mir kuscheln kommen, du sollst den da umliegen. So. Jetzt kann sie hacken ohne Ende. Gut gemacht. Alles, was wir tun können, um McKays und Castillos Netzwerk zu schwächen, fällt. Meinst du, das schafft es in die Geschichtsbücher? Oh ja. So, jetzt kann ich mich um die Hauptstory wieder kümmern. Ein paar Jahren wird der Angriff auf die Störgeräte wahrscheinlich Nationalfeiertag. Ach, lach nur. Wir schon sehen.
Das ist direkt vor der Nase. Einfach mal eben kurz schrotten. Rani, vergiss den Rest der Öltanks und komm zum Hafen. Jawohl. Rani, das hier hat Vorrang. Da wäre ein Panzer, den könnte ich mir nehmen. So, weg damit. Das würde ein paar dringende Probleme lösen, aber nein, nein. Du kannst in Yara bleiben. Aber Castillo will ja etwas verändern, wirklich. Ich rede täglich mit ihm. Er will den Wandel so schnell wie du. Manchmal ist es besser, mit der Strömung zu schwimmen. Ich soll die Verhaftungen einfach akzeptieren? Das Pavia-System? Die Hinrichtungen? Jedes moderne Land in der Weltgeschichte hatte auch dunkle Stunden. Mich entdecken aber viele. Und das Fracking erst. Hey, niemand ist perfekt. Rede so viel, wie du willst, aber du bist nichts als ein verdammter Eindringling. Versuch noch weiter die harte Tour. Seh, wohin dich das in ein paar Generationen bringt. Denk darüber nach, was ich dir gesagt habe. Mann, ey. Das Ding zieht echt gut. So, zwei Tanks weiter wieder weg. Und die Tanks, da muss ich noch platt machen. Einfach nur nach unten. Den Heli brauche ich eh nicht mehr. So, ich gönne mir noch eben kurz Munition, ne? Dann sind wir eigentlich sogar beim letzten Kapitel ungefähr. Wollen wir das Spiel dann einfach abschließen, wenn wir jetzt schon die Möglichkeit dazu haben? Also, ich muss schon sagen, das Kapitel ging von allen wirklich am schnellsten, ne? Einfach durchgehen. Den Panzer ignorieren wir mal. So, weg mit dem Scheißding. Hau ab. So, wo ist der Yankee? Das wird ungemütlich. Chicharro.
soll ich die denn aufhalten? So, wie soll ich da jetzt so schnell drauf kommen? Jelena, wenn der Yankee auf dem Schiff war, ist er jetzt sicher? War er aber nicht. McKay ist auf dem anderen. Bist du dieses Mal ganz sicher? Die Info ist von einer von Gilbertos Leuten. Sie ist selbst auf dem Schiff und hat Sichtkontakt. Bin unterwegs. Gilberto wird sich melden. Auf welches Boot? Ach so, auf das da. Setz dich doch drauf. So, ich denke mal nicht, dass der Vogel gut im Schwimmen ist. Das Frachtschiff war ja recht schnell zerstört. Oh, hier ist eine Kiste zum Mitnehmen. Deine Chamäleons sind einfach wunderbar. Ich weiß. Einfach da rein. Sonst wollen die noch eine Gehaltserhöhung. Ich muss da rein. Das Boot steht kacke. Alles klar, dann schieße ich mir mal den Weg frei. Viel Glück, Schätzchen. Wenn du das. So, das sollte easy werden. Verstanden. Dale. Geschafft. Wenn du McKay findest, lass ihn leiden. Okay, wie auch immer die Axt verfehlt hat. Ich muss healen. Warte mal. Nee, warte, nicht Sprengmunition, ich will da Flammenmunition. Easy. Bei diese Gasdinger kann man im Brand stecken. Achso, das ist einer von meinen. Ups. Ich wollte ihn runterschießen. Der wäre ausgeschaltet. Der auch. Ignoriere die Leute mal. Zum einen, besserer Spitzname fällt dir nicht ein als Rucksack. Komme ich hier rein? Ja. So, hoffentlich ist er jetzt da wirklich drin. Na schön, Juan. Der Rucksack ist hier. Danny, die Lage hat sich verändert. Das will ich jetzt nicht hören, Juan. Si, er ist eine Warze am Arsch eines Wiesels. Aber wir haben einen Deal. McKay bietet uns einen Riesenhaufen Kohle an, wenn wir ihn gehen lassen. Wir reden über echt viel Geld hier. Das bekommt nie Claras Segen. Wir beide wissen, dass der echte Krieg erst losgeht, sobald Castillo tot ist. Und diesen Krieg gewinnt man nicht ohne Cash, glaub mir. Mit Kugeln haben wir ziemlich viel erreicht. Lass ihn in Ruhe und geh zurück zum Hafen. Ich bin schon unterwegs. Es ist Zeit zum Feiern. Wir haben gewonnen. Schieß einfach. Na los, Rucksack. Auf zu... Adios, McKay. Jetzt habe ich den laufen lassen für seine Aktion. Eleste para siempre, Danny. Jelena,
Ich wünschte bloß, von Ron hätte gesehen, wie du den Wichser erledigst. Scheiß auf McKays Geld. Applaus für Danny. Sag ein paar Worte. Ich habe genug Reden gehalten. Von daher halte ich es nur für angemessen, wenn ich... Du bist dein Chat, Lorenzo. Lucky. Heute fühle ich mich das erste Mal in meinem Leben wirklich glücklich. Wenn ich in die Augen eurer Generation sehe... Ich wette, die wäre so enttäuscht gewesen, hätte mir den gehen lassen. Und dieselbe Hoffnung, die ich in meiner sah. Gemeinsam haben wir die Chance, etwas Neues zu erschaffen. Ihr seid dran. Macht das hier zu Yaras letztem Krieg. Also mich würde ja schon interessieren, was passiert, hätte man ihn in Ruhe gelassen. Bienvenidos al este, Clara. Willkommen bei Libertad. Gracias, aber nein. La Moral kommt gut zurecht. Ist das so? Wir helfen Castillo zu töten. Aber wir behalten noch Libertad im Auge. Ich soll darauf vertrauen, dass dieser faltige Opa unser Yara rettet? Nein. Wir kämpfen. Wir folgen nicht. Ich kann sie leiden. Das tue ich auch. Wir sehen uns in Esperanza. Dale. Ja, La Moral geschafft. Das war halt wirklich die kürzeste Geschichte, ne? Also mit Abstand war das die schnellste. Ich weiß, dass viele über die Revolution von 67 sprechen, als wäre sie ein Traum. Dass diese Mörder Helden waren. Doch sie löschen eure Zukunft aus, so wie die meines Vaters. Wenn ich in eure Augen blicke, sehe ich Löwen. Libertad, La Moral, Mörder von 67, das sind Lügen. Die Wahrheit, die tragen alle denselben Namen. Terroristen. Ich habe die Vision, das Paradies wieder aufzubauen. Doch diese Terroristen haben dafür gesorgt, dass wir... Dieses Paradies. Du hast ihm gerade was in die Hand gejagt. Möge dies Yaras letzte Revolution sein. Sichern wir den Sieg für die Löwen. Das hat deinem Sohn wehgetan. Verdammt. Ich wünschte, ihr wärt hier. So, das war easy. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.